Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Anna und willkommen auf meinem Kanal. Heute filme ich ein Video über Sport und Bewegung, über die Physiologie dahinter, über die Wissenschaft hinter Bewegung und Sport, über die Energieversorgung der Muskulatur, über Glykogen, über verschiedene Muskelfasertypen. Also generell so ein bisschen Sport- und Leistungsphysiologie. Und ich mache das so, dass man kein Vorwissen braucht, dass man das Video gucken kann, auch wenn man keinen Hintergrund hat in der Biologie oder Biochemie oder Physiologie. Ich hoffe, ich kann die Sachen verständlich rüberbringen und das ist irgendwie interessant. Das ist das allererste Mal, dass ich ein Video mache, so über inhaltliche Themen aus dem Studium. Und ich möchte das in Zukunft öfter machen. Ich möchte gerne Videos machen über Ernährung, über Nährstoffe, über eben Sport und Bewegung, über Schlaf, also vielleicht so verschiedene Schlafphasen, über die Darmflora, also das Mikrobiom. Also wenn ihr da Interesse dran hättet, dann lasst mich das wissen und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen würdet. Und vorher noch ein ganz, ganz wichtiger Disclaimer. Ich bin noch lange keine Ärztin, ich bin nur Studentin, ich bin auch keine Leistungssportlerin, sondern nur Hobbysportlerin und dementsprechend kann es natürlich passieren, dass irgendein Fehler auftritt in dem, was ich sage im Video. Das kann immer mal sein. Und alles, was ich sage, ist eben kein Rat. Also wenn ihr gesundheitliche Fragen oder Beschwerden habt, dann wendet euch bitte an euren Arzt oder eure Ärztin eures Vertrauens. So viel noch vorher. Ich bin nur Studentin und dementsprechend, ich gebe mein Bestes, dass ich alles ja, verständlich und korrekt erläutere. Aber wenn da mal ein Fehler auftreten sollte, dann be kind, bitte. Okay, ich werde einmal erstmal einen Überblick geben, über was ich in diesem Video reden möchte. Und dann starten wir auch gleich mit dem ersten Thema. Das erste Thema wird sein, dass ich ein bisschen über verschiedene Muskelfasertypen reden möchte. Also über Ausdauerfasern und Kraftfasern, weil wir eben verschiedene Fasern im Muskel haben. Darauf werde ich gleich eingehen. Dann möchte ich über die Energieversorgung der Muskulatur reden. Bei verschiedenen Belastungsgraden, entweder wenn wir nur leicht beansprucht sind oder auch bei starker Belastung. Ich möchte ein bisschen über Glykogen sprechen, weil ich glaube, das ist ein Begriff, den haben viele schon mal gehört, aber wissen nicht so genau, was das bedeutet. Und ebenso über ein paar Parameter, mit denen man herausfinden kann, wie stark eine Person oder eine Sportlerin gerade belastet ist. Da gibt es nämlich ein paar Stoffwechselparameter, mit denen kann man dann relativ genau sagen, ob eine Person gerade Kohlenhydrate oder Fett verbrennt oder wie stark die Person eben gerade unter Belastung steht. Darauf möchte ich eingehen und am Ende noch ein bisschen darauf, wie sich der Muskel verändern kann, was quasi passiert, wenn ein Muskel wächst oder schrumpft. Also man nennt das auch Muskelplastizität, also die möglichen Veränderungen eines Muskels, und das wäre so der Abschluss des Videos. Gut, dann starten wir mal mit dem ersten Thema und das sind die Muskelfasertypen. Wir haben in unserem Muskel Ausdauerfasern und Kraftfasern. Jeder Muskel beinhaltet sowohl die Ausdauer als auch die Kraftfasern, aber in unterschiedlichen Anteilen. Darauf gehe ich gleich noch ein. Erstmal, was bedeutet das überhaupt? An verschiedene Muskeln werden ja verschiedene Anforderungen gestellt. Manche Muskeln brauchen wir mehr fürs Laufen, andere brauchen wir mehr für irgendeine Haltearbeit oder für Stabi. Und dementsprechend brauchen wir auch verschiedene Fasern, die eben die nötigen Aufgaben erledigen können. Die unterschiedlichen Fasern beruhen darauf, dass sie eine unterschiedliche zelluläre Ausstattung haben, also verschieden viel von bestimmten Organellen oder so, und eben darauf, dass sie unterschiedlich oft und schnell von einem Nerven aktiviert werden. So, aber jetzt ein bisschen genauer, damit das verständlich ist. Wir haben Typ 1 Fasern, das sind die Ausdauerfasern, und Typ 2 Fasern, das sind die Kraftfasern. Ausdauerfasern werden auf Englisch auch Slow Twitch Fasern genannt, weil sie eben langsam kontrahieren und
für eher dauerhaft bestehende Belastungen da sind, die aber nicht super intensiv sind. Ausdauerfasern können eben lange andauernde Haltearbeit gewährleisten, können gewährleisten, dass man einen Marathon laufen kann. Die können eben langfristig arbeiten, aber nicht besonders schnell und nicht, wenn es super anstrengend wird. Dann haben wir eben auch die Kraftfasern. Kraftfasern sind Typ-2-Fasern oder auf Englisch auch Fast-Twitch-Fasern oder Fibers. Und diese Fasern sind eben schnell zuckende Muskelfasern, die aber erst bei starker Belastung verwendet werden und die Belastung aber nicht sehr, sehr lange aufrechterhalten können. Die können also beispielsweise beim Sprinten sehr explosive Bewegungen ermöglichen. Die ermöglichen eine große Kraft, aber die kann man vielleicht 30, 45 Sekunden, vielleicht eine Minute aufrechterhalten und danach können die nicht mehr. So, in jedem Muskel haben wir also eine Mischung aus den Typ 1 Fasern, Ausdauerfasern und Typ 2 Fasern, den Kraftfasern. Aber je nach Muskel variiert die Zusammensetzung. Wir können uns mal ein paar Beispiele angucken. Der Bizeps, Musculus Biceps Brachii, den kennt man ja am Oberarm. Der hat beispielsweise eine Faserverteilung von 50-50, 50% Ausdauerfasern, 50% Kraftfasern. Der Gluteus Maximus, also der größte Muskel am Hintern, ebenso, auch ungefähr 50-50. Dann gibt es andere Muskeln, die haben eine ganz andere Zusammensetzung, wie beispielsweise der Musculus Tibialis Anterior, ein Muskel vorne am Schienbein. Der hat beispielsweise 70% Ausdauerfasern, 30% Kraftfasern. Die Verteilung der Muskelfasern ist erstmal genetisch determiniert, aber eben auch nicht komplett, weil da ein großer Spielraum ist und man mit dem Training, das man macht, viel anpassen kann. Das bedeutet, wenn man jetzt viel Ausdauertraining macht, ich nehme da immer gerne das Beispiel Laufen, dann werden vermehrt Typ 1 Fasern auftreten. Also man wird dann mehr Ausdauerfasern entwickeln und gleichzeitig werden sich diese Fasern auch weiter verändern, indem diese Muskelfasern mehr kapillarisiert werden. Das bedeutet, Kapillaren sind ja Blutgefäße, die kleinsten Blutgefäße, dass diese Muskeln dann besser mit Blut versorgt werden. Und sodass eben Sauerstoff und Nährstoffe hintransportiert werden können. Und ebenso verändert sich, dass die Fasern mehr Mitochondrien haben. Mitochondrien sind ja so die Kraftwerke der Zelle. Das heißt, das sind die Organellen, in denen der ganze Energiestoffwechsel abläuft. Und je mehr Ausdauertraining wir machen, desto mehr Mitochondrien haben wir in den Muskelfasern, in unseren vor allem Typ 1 Muskelfasern bei Ausdauertraining. Und das bedeutet, dass wir einfach einen besseren, effizienteren Energiestoffwechsel auch machen können, eben bedingt durch das Training. Es geht sogar so weit, dass man sich beispielsweise einen Sprinter und einen Marathonläufer angucken könnte und die Verteilung sähe sehr unterschiedlich aus, vor allem wahrscheinlich in den Beinmuskeln. Ein Sprinter hätte beispielsweise 80% Typ 2 Fasern, also wir reden jetzt von Weltklasse-Sprintern, und 20% Typ 1 Fasern, also viel mehr Kraftfasern, eben die das explosive, schnelle Bewegen ermöglichen, aber eben nicht langanhaltend, während ein Marathonläufer der Weltklasse eher 90% Typ 1 Fasern hätte und nur ganz, ganz wenige Typ 2 Fasern. Heißt also, unser Körper und unsere Muskeln sind sehr anpassungsfähig, je nachdem, was für ein Training wir machen. Grundsätzlich kann man sich merken, bei geringer Belastung, bei eben geringer Belastung, die langfristig anhält, bei Ausdauersportarten oder Ausdauerbelastung generell, werden Typ 1 Fasern aktiviert und bei starker Belastung werden immer mehr und mehr Typ 2 Fasern aktiviert, wie beispielsweise beim Krafttraining oder beim Sprinten. Ja, so viel erstmal über die Muskelfasern. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, wenn ich über die Energieversorgung der Muskulatur spreche. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es eben aerobe und anaerobe Energieversorgung gibt. Das heißt so viel wie mit Sauerstoff, aerob, und anaerob, ohne Sauerstoff. Das liegt daran, dass wir ab einer bestimmten Belastungsgrenze nicht mehr die typischen Stoffwechselwege mit Sauerstoff durchlaufen können, weil die nicht schnell genug Energie bereitstellen für
beispielsweise Sprinten für explosive, anstrengende Bewegungen. Da brauchen wir andere Stoffwechselwege, anaerob, ohne Sauerstoff, die schneller gehen und die kurzfristig genug Energie bereitstellen. Das sind dann eben Energieversorgungsmechanismen, Stoffwechselwege, die nicht für eine langfristige Energieversorgung da sind, sondern eben nur für kurze, impulsive Bewegungen, Belastungen. Und ja, deswegen erstmal wichtig, die Unterscheidung aerob, anaerob. Ich werde da gleich noch mehr drüber erklären. Erstmal als Grundlage, ATP ist ja so das universelle Energiemetabolit oder die universelle Energiewährung im menschlichen Körper. ATP steht für Adenosintriphosphat, aber ich wollte da jetzt auch gar nicht auf die genaue Biochemie eingehen. Kann man sich auf jeden Fall merken, ATP, darin wird die Energie gespeichert im Körper und eben weitergegeben, sodass bestimmte Prozesse im Stoffwechsel, Bewegungen und so weiter möglich sind, die natürlich irgendwie Energie brauchen, benötigen. Im Muskel, im Skelettmuskel, also den typischen Muskeln, die wir hier haben, die Bewegung ermöglichen, haben wir nur ein sehr geringes ATP-Reservoir und deswegen brauchen wir einfach konstante Regenerierung oder Regeneration von ATP. Denn die ATP-Quellen, die ATP-Speichermuskel, würden vielleicht für 1 bis 2 Sekunden Muskelarbeit ausreichen und dann wären die ausgeschöpft. Das heißt, wir müssen konstant mehr ATP, mehr neue Energie herstellen, damit wir uns weiter bewegen können oder auch einfach nur leben können. Man unterscheidet dann eben die aeroben und anaeroben Prozesse und da kommen wir wieder auf die Fasern zu sprechen, die wir gerade eben besprochen haben. Deswegen, ich hoffe, ihr habt im Kopf Typ 1 Fasern Ausdauerfasern, Typ 2 Fasern Kraftfasern. Die Typ 2 Fasern machen dann eben vor allem anaerobe Stoffwechselprozesse ohne Sauerstoff, die eben schnell genug Energie bereitstellen für die kurzen Belastungen, die sehr intensiv sind, also erst bei starker Belastung, während die Typ 1 Fasern aerob mit Sauerstoff bestimmte Stoffwechselprozesse durchlaufen, die ihnen ermöglichen, dass sie langfristig arbeiten, aber eben nicht in allzu hoher Intensität. Okay, was bedeutet das genau? Die Typ-1-Fasern machen ja aerob Energie. Das bedeutet mit Sauerstoff und das heißt so viel wie, sie verbrennen Kohlenhydrate, man nennt das auch Glykolyse, wenn eben Glucose, Kohlenhydrate abgebaut werden, um ATP zu gewinnen. Und sie verbrennen Fettsäuren. Das nennt man auch Lipolyse oder Beta-Oxidation. Ja, die Begriffe braucht ihr euch nicht merken, sind auch eigentlich erstmal egal. Aber wichtig ist, merken, die Typ-1-Fasern, die Ausdauerfasern, verbrennen Kohlenhydrate und Fett und ermöglichen dadurch eben eine langfristige Belastung. Das Verbrennen von Kohlenhydraten und Fetten benötigt eben Sauerstoff, weil der bei bestimmten, also in dem Fall, man nennt das Atmungskette, einem bestimmten Stoffwechselweg, da benötigt man eben Sauerstoff, damit der Abbau von diesen Metaboliten, Glucose und Fettsäuren klappen kann. Das bedeutet, wir brauchen viel Sauerstoff, wenn wir eben so Energie produzieren möchten und deswegen haben wir dann auch beim Sport oder ja bei längerfristiger Belastung eben eine höhere Atemfrequenz. Wir atmen mehr, damit wir eben mehr Sauerstoff aufnehmen und wir haben ein höheres Herzzeitvolumen. Das bedeutet, wie viel Blut das Herz pro Minute durch den Körper pumpt. Das kann sich von ungefähr 5 Liter pro Minute im Normalfall auf 30 Liter pro Minute erhöhen, wenn wir unter Belastung stehen. Und das dient einfach dazu, dass mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe dann an die Muskeln gebracht werden und eben diese Energieversorgungsmechanismen klappen können, dass eben mit Sauerstoff Kohlenhydrate und Fette verbrannt werden. Und die Kraftfasern, wie können die denn Energie herstellen oder wie können die denn Energie gewinnen? Die waren ja eher schnell, die haben eine hohe Kontraktionsfrequenz, die kontrahieren oft und schnell und sind eben für kurze, starke Belastungen da. Diese Fasern bekommen ihre Energie durch anaerobe Prozesse. Heißt, die müssen nicht auf Sauerstoff warten, weil das alles viel zu lange dauern würde und die wollen einfach direkt Energie haben. Das können die über verschiedene Mechanismen machen. Die anaerobe Glykolyse bedeutet, man baut wieder Kohlenhydrate, also Glucose oder Glykogen ab. Was Glykogen ist, werde ich im nächsten Punkt erklären. Und formen Glucose um, sodass ein Stoff anfällt, der nennt sich Laktat, Milchsäure.
Und über verschiedene Stoffwechselwege kann auch so ATP generiert werden. Problem ist, Laktat übersäuert die Muskeln ermüden, werden schlapp und deswegen kann die Belastung eben über diese Typ-2-Fasern nur 30 bis 45 Sekunden, 60 Sekunden anhalten, also wirklich nicht lange. Weil dann einfach die Muskeln übersäuern. Genau genommen können diese Typ-2-Fasern über verschiedene Mechanismen Energie gewinnen. Und die zwei wichtigsten, würde ich sagen, sind einmal über Kreatinphosphat. Es gibt einen Speicher von eben diesem Kreatinphosphat im Muskel. Und der ermöglicht eine ATP-Regeneration für ungefähr 10 Sekunden. Das heißt, die ersten paar Sekunden unter Belastung können dann eben noch über diesen Kreatinphosphatspeicher ermöglicht werden. Und dann folgt eben die anaerobe Glykolyse, was ich gerade eben gesagt hatte, dass Glucose oder Glykogen wieder abgebaut wird. Aber anders als bei Typ-1-Fasern, wo dann eben mit Sauerstoff ATP generiert wird über Prozesse, die nennt man Citratzyklus und Atmungskette, wird hier ein anderer Stoffwechselweg angegangen. Und darüber fällt eben dieses Laktat an. Der Laktatanstieg ist schon nach ungefähr 2 Sekunden Belastung messbar. Also das passiert doch sehr, sehr schnell. Und das Gute ist, dass man eine schnelle Verfügbarkeit dann von ATP hat, weil eben kein Sauerstoff benötigt wird. Allerdings reicht die ATP-Regeneration nur für so 30 bis 45 Sekunden Belastung und danach eben nicht weiter, weil die Muskeln, wie gesagt, übersäuern und ermüden. Und die Laktattoleranz kann aber gerade bei SportlerInnen auch erhöht sein. Also das kann man auch ein bisschen trainieren, eben wenn man entsprechende Sportarten macht, sodass man eben weniger schnell ermüdet und trotzdem noch ganz gute Leistungen erbringen kann. So viel erstmal über die Energieversorgung der Muskulatur. Das Thema kann erstmal ein bisschen verwirrend wirken und deswegen, ich hoffe, es ist ungefähr klar geworden. Merken kann man sich einfach, Typ-1-Fasern benötigen Sauerstoff, verbrennen Fettsäuren, also einfach Körperfett und Kohlenhydrate. Typ-2-Fasern bei starker Belastung verbrennen kein Fett, sondern Kohlenhydrate, aber über einen anderen Stoffwechselweg, durch den Laktat anfällt, durch den die Muskeln übersäuern und nicht lange anhalten können. Jetzt möchte ich einmal erläutern, was überhaupt Glykogen bedeutet. Ich glaube, der Begriff fällt doch immer mal wieder irgendwo in den Medien. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ganz klar ist, was das überhaupt heißt. Glykogen ist eben ein Kohlenhydratspeicher. Den haben wir in den Muskeln und in der Leber. In den Muskeln haben wir ungefähr 250 Gramm Glykogen, also Glucose, quasi aneinander gekettet als Speicher, sodass man eben bei Belastung darauf zurückgreifen kann, die Glucose aus diesem riesen Glykogenmolekül rausnehmen kann und abbauen kann, um ATP zu gewinnen durch verschiedene Stoffwechselwege. In der Leber haben wir ungefähr 150 Gramm Glykogen, also auch einen großen Speicher. Das heißt insgesamt ungefähr 400 Gramm Glykogen. Allerdings können SportlerInnen ihren Speicher auch bei weitem erhöhen und können sogar ein paar hundert Gramm mehr Glucose in Form von Glykogen speichern, was natürlich super gut ist im Hinblick darauf, dass sie vielleicht langfristig Leistung erbringen müssen bei einem Wettkampf und dann länger auf ihre Glykogenreserven zurückgreifen können. Unter Belastung wird eben keine Blutglucose verwendet vom Muskel, also keine Kohlenhydrate, die eben im Blut rumschwimmen, sondern nur die Glykogenreserven. In Ruhephasen wird Glykogen dann auch wieder relativ schnell regeneriert, sodass es eben bei Belastung zur Verfügung steht. Es gibt dann eben verschiedene Hormone, die ermöglichen, dass Glykogen abgebaut wird, dass man die Kohlenhydrate verwendet, um Energie herzustellen. Darunter ganz wichtig Glucagon. Glucagon ist quasi der Gegenspieler von Insulin. Darüber könnte ich auch gerne mal ein Video machen über Insulin und Glucagon, weil ich glaube, Insulin kennt man gerade von Diabetes und so. Und das ist ja ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn eben der Blutzucker hoch ist, damit eben die Kohlenhydrate in die Zellen gelangen. Glucagon hingegen ist ein Hungerhormon. Das wird quasi ausgeschüttet, wenn wir
nicht genug Kohlenhydrate im Blut haben, wenn wir nicht genug gegessen haben. Und Glukagon sorgt dann eben dafür, dass beispielsweise Glykogen abgebaut wird. Also Glykogen, der Kohlenhydratspeicher, abgebaut wird, damit man dann wiederum den Blutzucker konstant halten kann. Da kommt dann die Glucose aus der Leber und das Muskelglykogen dient einfach nur der Versorgung der Muskulatur selbst. Und da ist eben auch Adrenalin ein ganz wichtiges Hormon. Adrenalin sorgt dann eben, das ist ja quasi ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn wir beispielsweise laufen, wenn wir unter Stress sind. Und da wird dann Adrenalin ausgeschüttet, sodass ebenfalls Glykogen abgebaut wird und Energie bereitgestellt werden kann für die Muskulatur, die sich dann vielleicht bewegen muss, die wegrennen muss oder ähnliches. Nun würde ich gerne noch ein bisschen erklären, wie man quasi feststellen kann, wie stark eine Person belastet ist, wie man feststellen kann, ob sie gerade eher Kohlenhydrate oder Fette verbrennt und genau, einfach so ein paar biochemische, physiologische Parameter, die da ganz wichtig sind. Und die können erstmal auch ein bisschen verwirrend wirken, aber ich versuche sie mal verständlich zu erklären. Ich fange mal an mit dem respiratorischen Quotienten. Das ist ein ganz wichtiger Wert, weil wir darüber sagen können, eben ob gerade primär Kohlenhydrate, Fette oder vielleicht sogar Proteine abgebaut werden und verwendet werden für die Energieversorgung. Der respiratorische Quotient ist eben das Verhältnis vom CO2, das man ausatmet, und dem Sauerstoff, welches man einatmet. Also Volumen vom CO2 geteilt durch das Volumen vom Sauerstoff, das eben benötigt wird. Aufgrund der verschiedenen biochemischen Eigenschaften von Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen und so weiter ergeben sich dann eben verschiedene respiratorische Quotienten, je nachdem, was wir gerade verbrennen. Bei Glucose hätten wir beispielsweise ein RQ von 1, bei Fetten einen RQ von 0,7 und bei Proteinen einen RQ von 0,8, wobei ihr Anteil, also von Proteinen an der Energiegewinnung, eher gering ist. So, wenn wir nun wissen wollen, wie stark eine Person belastet ist, dann gucken wir auch auf den RQ. Denn wir haben ja gelernt, bei starker Belastung benutzen wir Typ-2-Fasern, heißt eben anaerobe Glykolyse, schwieriges Wort. Und da fällt ja Laktat an. Und wenn Laktat abgebaut wird, diese Milchsäure, dann entsteht wieder CO2. Und das haben wir ja beim respiratorischen Quotienten auch, dass wir gucken, wie viel CO2 abgeatmet wird. Heißt, wenn wir eben in dieser Stoffwechsellage sind, wo wir unter starker Belastung sind und Laktat anfällt, dann atmen wir mehr CO2 aus, als dass wir Sauerstoff einatmen. Und das heißt dann eben, wenn man sich diesen Bruch ausrechnet, dass irgendwas über 1 rauskommen muss. Das heißt, wenn wir unter sehr starker Belastung stehen, haben wir einen RQ wahrscheinlich von 1,2 oder sowas um den Dreh. Ein RQ über 1 ist also ein Hinweis auf Ausbelastung, auf Erschöpfung, auf Ermüdung. Wenn man dann eben solche Verfahren macht, wo man die Leistung erfassen möchte, dann ist das ein wichtiger Wert, weil man dann weiß, okay, die Person wird langsam erschöpft. Und es gibt auch weitere Parameter, die dabei wichtig sind, denn auch der Laktatwert selber kann bestimmt werden. Und wenn der dann über 10 Millimol pro Liter ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Person relativ erschöpft ist. Dann ist die Herzfrequenz natürlich auch wichtig. Also da ist die typische Regel immer 220 minus das Lebensalter als maximaler Puls, der erreicht werden kann. Natürlich ist das nicht ganz akkurat und variiert von Person zu Person, aber daran kann man sich auch ein bisschen orientieren. Und wenn man dann sieht, okay, der Puls ist schon sehr hoch und grenzt an diesen Wert, dann ist das auch ein Zeichen für Ermüdung. Und ein weiteres Phänomen ist eben, dass das Sauerstoffvolumen, das man aufnimmt, irgendwann trotz Intensitätssteigerung nicht weiter steigt. Und dann steigt man eben auf Stoffwechselprozesse um, für die kein Sauerstoff benötigt wird. Und daher, wenn man eben solche Leistungserfassungstests macht, wo eben Sauerstoff und CO2 über so eine Maske gemessen wird, kann man auch da gucken, ab wann steigert sich denn die Sauerstoffaufnahme nicht mehr, obwohl man die Intensität weiter und weiter steigert. Okay, nun werde ich auf das allerletzte Thema für heute eingehen, nämlich die Muskelplastizität oder halt auch, wie sich Muskeln, also was passiert, wenn sich Muskeln
aufbauen oder abbauen und ja, welche Veränderungen können in einem Muskel auftreten. Man versteht unter Muskelplastizität erstmal generell die Fähigkeit eines Muskels, auf Anforderungen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten zu reagieren. Das bedeutet eben, dass sich die Faserverteilung ändern kann, was Ausdauer- und Kraftfasern angeht. Das bedeutet, dass sich die Muskelarchitektur ändern kann. Das bedeutet aber auch auf zellulärer, molekularer Ebene, dass sich Dinge ändern können, wie eben der Mitochondriengehalt oder auch die Kapillarisierungsdichte. Also all sowas kann sich je nach Training, Ausdauer und Kraftzustand verändern. Wichtige Faktoren, die die Veränderung beeinflussen, sind natürlich mechanische Belastung, also dass die Muskeln auch benutzt werden. Dann hormonelle Einwirkungen. Bestimmte Hormone haben unterschiedliche Wirkungen auf den Aufbau und Abbau von Muskeln und die neuromuskuläre Aktivität. Heißt, ein Muskel kann nur überleben, wenn er von einem Nerven stimuliert wird und aktiviert wird. Und sollte ein Nerv beispielsweise aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, dann stirbt auch der Muskel, weil eben diese nervale Stimulation auch ganz essentiell ist dafür, dass ein Muskel sein kann. Wenn wir also jetzt immobilisiert sind, also das heißt, wenn wir uns nicht bewegen, verändern sich auch unsere Muskeln. Ich glaube, wir wissen das alle, wenn wir uns gar nicht bewegen, dann bauen unsere Muskeln ab und plötzlich sind die weniger voluminös oder weniger stark. Und das liegt eben an einer sogenannten Proteolyse, das heißt dem Abbau von Proteinen, von den kontraktilen Proteinen im Muskel. Im Muskel haben wir ja sehr viele Proteine, die auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet sind. Und wenn die sich ineinander verschieben, heißt kontrahieren, dann kommt es eben zu einer Kontraktion vom Muskel generell. Und bei Immobilisierung, wenn wir uns nicht bewegen, werden diese Proteine vermehrt abgebaut. Generell kommt es auch noch zu einer Veränderung der Fasern. Wir haben weniger Ausdauerfasern, wenn wir uns nicht bewegen. Wir haben mehr Intermediärfasern, das heißt, ja, so Hybridfasern, die weder wirklich voll Ausdauer noch Kraftfasern sind, so eine Mischung eher. Und eine Tendenz, dass sich mehr Typ-2-Fasern vorfinden, dass man da mehr vorfinden kann. Eben mehr Kraftfasern und wie gesagt weniger Ausdauerfasern. Im Alter kommt es natürlich auch einfach zu einer Proteolyse dieser Proteine und zum vermehrten Muskelabbau. Das nennt man dann auch Sarkopenie und im Alter hat man dann auch eher mehr Typ-2-Fasern, weniger Typ-1-Fasern, weniger Ausdauerfasern. Und wenn man nun trainiert und ja, Muskel aufbaut, das nennt man dann auch Muskelhypertrophie, dann hat man nicht plötzlich mehr Muskelfasern. Ich glaube, das ist ein Mythos, der oft besteht, sondern es werden einfach durch Mikroläsionen, die eben durch das Training entstehen, mehr von diesen Proteinen gebildet. Ja, eine erhöhte Sarkomer-Synthese findet statt. Das bedeutet einfach nur, dass eben mehr von diesen Proteinen, die für das Kontrahieren relevant sind, gebildet werden und dass so der Faserdurchmesser von einer Muskelfaser steigt. Aber die Anzahl der Muskelfasern erhöht sich nicht. Also wir haben nicht durch Training mehr Muskelfasern, sondern einfach nur ein größeres Volumen, kann man sagen, weil einfach mehr Proteine synthetisiert werden. Noch einmal für die Begrifflichkeiten würde man davon sprechen, dass mehr Muskelfasern entstehen. Wäre das eine Hyperplasie? Und spricht man davon, wie das ja der Fall ist, dass sie sich einfach nur vergrößern, dann spricht man von einer Hypertrophie. Und ja, da muss man eben unterscheiden, dass es eben zu einer Hypertrophie kommt und nicht zu einer Hyperplasie bei Belastung und Vergrößerung des Muskels. Ich glaube, das war's mit dem Video. Ich glaube, ich habe lang genug geredet. Ich hoffe, ein paar Sachen sind deutlich geworden oder ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Gerade so biochemische Stoffwechselsachen sind nicht einfach und ich finde es nicht so einfach, die Sachen zu erklären, ohne wirklich auf die bestimmten Stoffwechselwege einzugehen. Aber ich glaube, das würde einfach ein bisschen weit gehen in so einem Video. Deswegen, ich hoffe, es war halbwegs verständlich und ihr konntet was mitnehmen. Und dann, ja, lasst mich gerne wissen, erstens, wie es euch gefallen hat und zweitens, was ihr gerne für Themen hättet. Ich glaube, als nächstes würde ich dann halt wirklich eher Nährstoffe angehen, Ernährungssachen und dann
irgendwann in Zukunft eben auch weitere Themen gerne. Aber ich bin offen für Wünsche und Vorschläge und Ideen. Und sonst würde ich sagen, war's das mit dem Video. Danke fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Sonntag poste ich wieder einen Vlog. Also ich glaube, ich habe jetzt vor, wenn ich das schaffe, dass trotzdem immer am Wochenende ein Vlog kommt. Und dann ab und an eben noch so ein Video unter der Woche. Aber auf jeden Fall nicht jede Woche, weil ich das nicht schaffe. Aber ja, genau. Bis dann. Tschüss.